Danke, Herr Bundeskanzler. Nun am Wort Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Bitte sehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute auch intensiv über den österreichischen Impfplan diskutiert, haben uns darauf verständigt, dass wir diesen Impfplan weiterentwickeln. Sie wissen ja, es hat eine wesentliche Entscheidung am Freitag der vergangenen Woche gegeben mit dieser Marktzulassung von AstraZeneca und mit der gestrigen Entscheidung des österreichischen Nationalen Impfkomitees, wo diese Entscheidung interpretiert wurde und präzisiert wurde. Und auf dieser Basis haben wir heute uns gemeinsam mit den Ländern geeinigt darauf, wie der Impfvorgang in den nächsten Monaten ausschauen wird. Und die gute Nachricht ist jene, wir gehen davon aus, dass wir schon bis Ostern rund 2 Millionen Dosen Impfstoff der Corona-Schutzimpfung in Österreich verimpfen können. Das heißt, dass wir damit rund 1 Million Menschen einen weitgehenden Schutz geben können. Das ist unser Ziel und das werden wir erreichen, wenn die zugesagten Liefermengen auch tatsächlich so kommen, wie es uns garantiert wurde. Das ist die gute Nachricht und Ostern, das ist so ein Ziel deswegen, denn mit dem Schutz für jene Menschen, die das größte Risiko haben, also die Menschen über 80 zu einem Gutteil, die Menschen, die in Alten- und Pflegeheime wohnen, Menschen, die eine besondere Risikosituation haben, damit würden wir einen großen Schritt weiter sein, was die Sicherheitslage im Rahmen dieser Pandemie und der Pandemiebekämpfung betrifft. Und deswegen geht es uns jetzt in diesen nächsten Wochen bis zur Osterwoche, in diesen 8 Wochen, ganz wesentlich darum, Zeit auch zu gewinnen. Und wir haben uns, Bundeskanzler hat es bereits gesagt, am Wochenende und auch vergangene Woche sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie das am besten möglich ist, haben viele, viele Expertinnen, Wissenschaftlerinnen kontaktiert, uns mit ihnen beraten. Und da ist klar geworden, ja, der Weg kann sein, dass wir einerseits Perspektiven schaffen und gleichzeitig Sicherheiten geben. Also eine Mischung aus einer vorsichtigen, schrittweisen Öffnung in bestimmten gesellschaftlich besonders wichtigen Bereichen auf der einen Seite und gleichzeitig Verschärfungsmaßnahmen, um uns die Sicherheiten zu geben, die wir auf jeden Fall auch brauchen. Und wir haben in dieser Analyse gesehen, auch das wurde schon kurz erwähnt, dass wir in den letzten Monaten seit Mitte November, da hatten wir den Peak unseres Infektionsgeschehens in Österreich. Sie alle kennen diese Grafik mittlerweile. Hier der kleine erste Peak im Frühling, im März. Und hier der ganz, ganz große, der dramatisch hoch gewesen ist, mit Mitte November erreicht. Und dann ist es bergab gegangen und wir haben diese Abwärtskurve nach wie vor, wenn auch deutlich verlangsamt. Wir sind von 75.000 aktiven Fällen auf nun erstmals unter 14.000, 13.997 gesunken. Das heißt, die Richtung stimmt, aber diese Reduktion hat sich deutlich verlangsamt. Und dass sich diese Reduktion deutlich verlangsamt hat, das hat nach Meinung aller Wissenschaftlerinnen und Expertinnen ganz wesentlich damit zu tun, dass auch bei uns, so wie in ganz Europa, Mutationen auftreten. Mutationen, die eine erhöhte Ansteckungsbereitschaft haben, ein erhöhtes Ansteckungsrisiko mit sich bringen. Zwischen 30 und 50, 60% sind die derzeitigen Schätzungen. Je mehr es von diesen Mutationen gibt, je stärker sie sich ausbreiten in Österreich, desto größer ist das Risiko, dass sich Zahlen auch wieder erhöhen. Das ist die schwierige Ausgangssituation, in der wir diese Entscheidungen balancieren mussten. Für uns war es deswegen wichtig, neben diesem Perspektive schaffen und Sicherheit geben, dass wir eben gleichzeitig neben den Perspektiven schaffen, auch in manchen Bereichen Verschärfungen realisieren müssen, um diese Sicherheiten tatsächlich geben zu können. Ein Bereich, es wurde schon gesagt, wir haben ganz wesentlich daran gearbeitet, dass wir die Einreisebedingungen verschärfen in wesentlichen Bereichen, gerade dort auch, wo es um Länder geht, in denen die Mutationen stark bereits aufgetreten sind. Aber wir haben erstmals zum Beispiel auch Tests verankert und werden dies per Verordnung in Kürze auch rechtlich umsetzen in Bereichen, wo es um Tagespendler geht, aber mit Augenmaß, einmal pro Woche ein Test. Das ist ein guter Konsens mit den Bundesländern, den wir hier gefunden haben. Das ist ein Bereich. Der zweite Bereich, was uns allen wirkliche Sorge macht, das ist
Einerseits dieses sogenannte britische Virus B117, aber auch das sogenannte Südafrika-Virus. Und da wissen wir, dass auch dieses in Teilen Österreichs bereits auftritt. Und wir haben uns fest vorgenommen heute, dass wir gerade dort, wo es zu diesem Aufkommen, zu diesem Auftreten kommt, dass wir gerade dort sehr, sehr konsequent und kompromisslos handeln wollen und agieren wollen und uns dies in den nächsten Tagen noch präziser vornehmen werden. Ein dritter Bereich, ja, wir haben uns auch darauf verständigt, nachdem niemand hundertprozentig ausschließen kann, wie es in den nächsten Wochen mit den entsprechenden Infektionsraten ausgeht und weitergeht, dass wir uns, Bund und Länder, auch gemeinsam eine Art Sicherheitsnetz vornehmen, wo wir uns ab bestimmten Größenordnungen zusammensetzen werden und beraten werden, und zwar sehr, sehr ernsthaft, mit welchen konkreten Maßnahmen wir dem gemeinsam entgegensteuern wollen. Das ist ein wichtiger Bereich, denke ich. Und dann haben wir große Erweiterungen im Bereich der FFP2-Masken, eine sehr präzise Antwort auf die Mutationen verankert überall dort. Wo wir derzeit Mund-Nasen-Schutz noch haben, soll es im Wesentlichen in Zukunft FFP2 geben. Und wir werden die erfolgreichen Testungen, die wir machen, wir haben ja mittlerweile in den letzten Wochen sage und schreibe 5 Millionen Antigentests in Österreich durchgeführt. Es ist schon wirklich großartig, diese Entwicklungen. Wir wollen das weiter steigern und weiter ausbauen. Soweit zu den Sicherheitsmaßnahmen. Und dann, der Bundeskanzler hat schon gesagt, wollen wir in einigen Bereichen vorsichtig öffnen. Und was ich wirklich positiv empfinde, das ist, dass wir ein gemeinsames Anliegen hatten und haben, nämlich im Bereich der Schulen etwas zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es fast nicht mehr ausgehalten, als ich in den letzten Wochen immer wieder gehört habe, da wächst eine verlorene Generation heran. Jugendliche können und dürfen nicht verloren sein. Jugendliche müssen eine Zukunft haben. Und ich bin wirklich froh darüber, dass wir mit dem heutigen Tag die Schultüren wieder öffnen. Die Schultüren wieder öffnen, einerseits bei den ganz Kleinen, bei den Volksschulkindern mit einem Regelbetrieb, mit einem Regelunterricht und dem bereits genannten Schichtbetrieb 2+2. Im Bereich der Unterstufe beziehungsweise der Oberstufe. Ich denke, das ist ein sehr guter Schritt, der auch mit einem sehr innovativen Konzept, nämlich umfassenden Testungen, kontrolliert wird. Dieser Bereich ist, denke ich, wichtig. Der Handel ist bereits geschildert worden mit seiner Öffnung von 10 auf 20 Personen auf 20 Quadratmeter pro Person zu gehen. Das bedeutet de facto auch die Kundendichte zu halbieren. Das ist Sinn und Zweck dieser Übung, um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Körpernahe Dienstleister, FFP2-Masken und Tests sowohl beim Kunden als auch beim Mitarbeiter und der Mitarbeiterin. Das ist doppelte Sicherheit. Das ist genau das, was die Grundidee auch in diesen ganzen Maßnahmen und Öffnungen ist. Und ein paar Bereiche, die, denke ich, wichtig sind für Österreich, Museen, Tiergärten, Zoos und anderes mehr, was wieder geöffnet sein kann. Der Privatbereich wurde bereits gesagt. Zum Schluss kommend, ja, es geht also um eine Doppelstrategie. Perspektiven schaffen, Sicherheiten geben, Öffnungen durchführen, Verschärfungen verwirklichen. Bei dieser Situation brauchen wir jetzt wirklich alle, jeden von Ihnen, jeden von euch, denn jeder von uns entscheidet jetzt darüber, wie die Situation bis Ostern verläuft. Niemand kann zu 100% ausschließen, dass Zahlen wieder nach oben gehen. Aber wir wollen, wenn wir es gemeinsam wirklich wollen, dann können wir das vermeiden, dass wir in einigen Wochen noch einmal eine krisenhafte Situation haben. Wir entscheiden darüber, jeder Einzelne von uns. Und das ist mir so, so wichtig, weil die nächsten Wochen sind ja so wichtige Wochen. Die nächsten Wochen sind wahrscheinlich die schwierigste Phase, bis dass diese Impfung breit ausgerollt ist zu Ostern, bis die Temperaturen wieder wärmer werden und wir damit eine einfachere Situation bei der Begrenzung der Pandemie haben.